Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf zigarrenonline.ch. Das heutige Thema, der Zigarrenknicke. Der korrekte Umgang mit der Zigarre für deinen perfekten Rauchgenuss. Was sollst du mit der Zigarre machen? Was brauchst du alles für die Zigarre, um die Zigarre geniessen, um die Zigarre anschneiden? Wie geht das mit dem Asche abschütteln? Das sind alles Themen, die ich dir heute in diesem Video zeige. Zeit. Der Faktor Zeit ist sicher etwas vom Wichtigsten beim Zigarrenrauchen. Wenn du nur 20 Minuten Zeit hast, aber dir eine grosse Zigarre anzündest für 45 Minuten, dann wird das nicht der gemütlichste und perfekte Smoke. Qualität. Wenn du eine Zigarre wählst, egal ob jetzt frisch aus dem Fachhandel oder aus deinem Humidor, schau, dass die Zigarre korrekt gelagert ist. Verwünschst du jetzt feuchte Zigarre, kann die schlecht brennen, kann bitter werden, Schiefbrand und so weiter. Ist sie zu trocken? Brennt sie zu heiss? Brennt sie zu schnell? Bietet auch nicht wirklich einen grossen Genuss. Accessoires. Für zum Zigarren anschneiden und anzünden brauchst du natürlich auch die richtigen Accessoires. Am Anfang Doppelklingencutter und ein Feuerzeug, das würde ich sagen, langt. Beim Doppelklingencutter schau darauf, dass du ein gutes Modell verwünschst, wo die Klingen nicht lödeln. Beim Feuerzeug rate ich dir, das Jetflame zu nehmen. Es gibt dann natürlich auch Softflames, die du brauchen kannst, oder Zündhölzchen, die man kennt. Funktioniert beides. Anschnitt. Hast du den richtig scharfen Cutter zur Hand, kommt der Zigarre ins Spiel, wird angeschnitten. In aller Regel schneidest du bei einer geraden Zigarre etwa im halben Radius den Kopf ab. Meistens hat es da auch so ein Käppchen drauf, das man erkennen kann an der Kante. Muss man genau schauen, ist auch von Zigarre zu Zigarre unterschiedlich, aber eben etwa im halben Radius ist sicher ein guter Wert. Hast du ein Torpedo oder ein Diadema zur Hand, das oben spitzig zuläuft, macht man in aller Regel mal 8 bis 10 mm auf. Das ist meistens so das Dreieck, das sich ergibt, das Gleichschenklige. Und wenn dann zu wenig angeschnitten ist, kannst du immer noch mehr aufmachen. Wir sind ready. Wir nehmen die Zigarre, tun die im Cutter schön im rechten Winkel an der Stelle, wo wir schneiden wollen, platzieren. Funktioniert grundsätzlich so. Und tun dann mit einem gleichmäßigen Druck die Kappe abschneiden, sodass wir oben offen haben. That's it. Anzünden. Wenn wir ready sind, oben angeschnitten haben, geht es ums Anzünden von dieser Zigarre. Mit Fußbanderole selbstverständlich muss dann die Fußbanderole zuerst weg. Das würde nicht so fein schmecken. Die nehmen wir schön behutsam weg, rollen die abrollen. Passt auf, dass da nichts kaputt geht. Und nehmen jetzt im besten Fall ein Jetflame zur Hand. Halten die Zigarre horizontal, also nicht im Maul anzünden. Feuerzeug zünden und auch horizontal eigentlich langsam daran herführen. Und jetzt tun wir euch kreisende Bewegungen, ohne das Deckblatt beschädigen, verbrennen, so wenig wie möglich kaputt machen, tun wir hier langsam antoasten. Wichtig an dieser Stelle ist, die Zigarre brennt nicht in 10 Sekunden. Nimm dir Zeit für das, justiere die Flamme hin und her und schau, dass die Glut richtig, richtig gleichmäßig ist. In aller Regel dauert das eben nicht 10 Sekunden, sondern wir sind da eher bei 30 bis 40 Sekunden. Variiert natürlich von Zigarren und Tabak immer wieder. So. Und jetzt haben wir hier langsam, aber sicher eine gleichmäßige Glut ohne schwarze Löcher. Und jetzt geht es ums Zigarrenrauchen. Geniessen. Wenn deine Zigarre jetzt schön glüht, schön brennt, geht es ums Zigarrengeniessen. Du nimmst einen Zug von deiner Zigarre, füllst dein Maul mit Rauch und lässt den Rauch ein bisschen Ruhe, ein bisschen liegen in deinem Maul und blasest ihn nachher langsam aus. Zigarren werden in aller Regel nur gepafft. Lungenzug ist nicht so das. Das darfst du gerne herausfinden, aber wird eigentlich nicht gemacht. Was amig kannst machen oder versuchen, würde ich dir aber auch nicht gerade am Anfang raten, ist über die Nase ausblasen. Ohne via Lungen kehren natürlich. Hast du nochmal ein bisschen andere Aromen.
Wie schnell und wie viel dass du an dieser Zigarre ziehst, das hängt ein bisschen von der Zigarre ab, von der Machart, wie fest ist sie gerollt, was ist es für Tabak etc. In aller Regel ist das etwa ein Zug pro Minute. Schön wäre da, um herauszufinden, dass die Zigarre nicht zu heiß wird. Wenn du die Zigarre so nah wie möglich an den Äschen kannst heben und nicht das Gefühl hast, dass du jetzt die Finger wegnehmen musst, weil es zu heiß ist. Ist sie zu heiß, dann reduziere deinen Smoke-Rhythmus. Die Asche, die bleibt an der Zigarre so lange wie möglich dran. Natürlich musst du herausfinden, wann geht sie ab, wann nicht. Wann gibt es eine Sauerei auf dem Tisch? Ob das nach einem Zentimeter ist, wenn du eine bröseligere Asche hast, oder nach 2 cm, auch das ist unterschiedlich zu den Zigarren. Wichtig ist, wenn die Asche drauf ist, kommt weniger Sauerstoff an die Glut her. Weniger Sauerstoff gleich weniger heiße Glut. Ist es dann irgendwann so weit, tut man die Zigarre entweder abklopfen. Da hilft es, wenn du vorher einen Zug nimmst, dann ist sie schön warm. Dann kann man die Asche abklopfen. Oder aber du tust sie ganz sanft im Aschenbecher abdrehen. Zu trinken. Wenn du ein unverfälschtes Zigarrenerlebnis möchtest haben, ist etwas zu trinken zu der Zigarre. Die erste Wahl natürlich immer Wasser. Stilles Wasser gibt keine anderen Aromen ab. Du darfst natürlich auch einen Kaffee wählen, einen Tee, ein Cola, ein kühles Bier im Sommer, roten, weissen Wein oder natürlich einen Rum oder einen Whisky. Ganz wichtig da ist, mach, was dir gefällt. Finde ein bisschen heraus, was das zu welcher Zigarre oder zu deiner Zigarre passt. Es braucht ein bisschen Zeit, aber wenn du das perfekte Pairing gefunden hast, dann macht das richtig Spass. Wie weit wird die Zigarre geraucht? In aller Regel lässt man so 3-4 cm vorig am Schluss. Sicherlich mal, wenn du bei den Banderolen angelangt bist, so ein paar Millimeter vorher, erst dann die Banderolen wegnehmen. Vorher ist die Gefahr gross, dass du das Deckblatt beschädigst. Ich habe jetzt das da geschafft. Mit dieser Placentia bin ich eigentlich nur etwa rund in der Hälfte, bis wir jetzt da zu dieser Banderole kommen, bis es etwa eng wird. Und ich versuche jetzt, die hier schön vorsichtig wegzunehmen, sodass wir da nichts kaputt machen. Weil dann kann ich nämlich noch ein bisschen weiter rauchen. An dieser Stelle, das passiert, wenn die Asche eben zu lang ist. Die können wir auch mal abstreifen, am besten mit einem Zug vorher. Wenn wir die schön abstreifen, abklopfen, dann gibt das eigentlich keine Schweinerei. So, dann haben wir die Zigarre, die Banderole weg. Und jetzt haben wir hier noch etwa 5 cm vorig. Bei kaltvollen Zigarren habe ich dir jetzt einen Tipp. Oft hilft es, wenn am Schluss die Zigarre ein bisschen scharf wird, ein bisschen streng wird, wenn sie ein bisschen, ja, zu viel Power hat, degasieren. Du nimmst dafür die Zigarre, klopfst Aschen ab, machst sie sauber vorne, nimmst sie ins Maul und zündest dann das Feuerzeug vertikal an, pass auf Nasen und Augen auf in dem Moment und blasest langsam in die Zigarre rein, so dass sich die Stoffe verbrennen können. Wir versuchen jetzt das mal miteinander. Es hat jetzt ganz kleines Flämmchen gegeben vorne. Die schlechten Stoffe haben wir rausgeblasen, verbrennt. Und jetzt, wenn du den nächsten Zug gegen hinten nimmst, wirst du merken, dass da die Aromenvielfalt wieder zum Vorschein kommt, dass die schlechten Sachen weg sind, die bissigen Töne verschwinden. Du kannst jetzt rauchen, eben 3-4 cm vor Schluss, und dann kommen wir eigentlich am Ende näher. Zum Schluss. Ja, jede gute Zigarre hat irgendwann sein Ende. Und jetzt kommt da auch wieder ein bisschen die Wertschätzung der Zigarre zum Zug. Wir tun die Zigarre nicht einfach ausdrücken im Aschenbecher und sie zerstören mutwillig und bis es knistert und knackst, sondern wir nehmen noch den letzten Zug und legen die einfach in aller Ruhe da in den Aschenbecher, in die Mulde. Die geht von selber aus, da müssen wir gar nichts machen. So haben wir auch ein bisschen Wertschätzung dieser grossen Handwerkskunst gegenüber. Ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen mit diesen Erklärungen rund ums Zigarrenrauchen. Wenn du
Fragen oder noch mehr Inputs hast zum Anschneiden oder zum Anbohren oder natürlich zum Anzünden, das findest du hier in diesen verlinkten Videos von uns. Haben wir bereits produziert, sind auf unserem Channel ersichtlich. Fragen, Anregungen, habe ich etwas vergessen? Schreib uns das hier unten in den Kommentaren. Wir sind froh um Inputs. Und ganz wichtig, die Glöckchen nicht vergessen zu setzen, sodass du auch immer up to date bist. Ich hoffe, du hast viel Spass gehabt beim Zuschauen und ich wünsche dir noch viel Vergnügen auf unserem Channel. Und tschüss.